Hello again. Wie geht's euch? Mir geht's eigentlich ganz gut, dafür, dass ich. Oh, ein bisschen dunkel, hallo? Ja. Dafür, dass ich seit 1 Uhr heute Nacht wach bin. Boah, das war eine Nacht. Ich bin wach geworden, weil ich irgendwie nicht mehr liegen konnte. Und dann habe ich so 2 Stunden, also bis 3 Uhr, am Handy geguckt, was so los ist. Habe Kommentare beantwortet und. Da wurde mir ganz oft, habe ich gelesen heute Nacht, dass einige von euch das Wort Schrömmeln jetzt halt auch total viel verwenden, weil wir immer sagen, dass Murphy, also Hund, der schrömmelt alles. Und ja, das fand ich voll so lustig, habe mich gefreut, dass ihr das Wort so übernommen habt. Und ja, habe halt so, ne, gearbeitet, in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen kann. Und um 3 Uhr habe ich da voll Hunger bekommen. Dann bin ich aufgestanden, habe mir eine Pizza im Ofen reingeschmissen und habe die gegessen, habe das Video dann geschnitten von gestern und hochgeladen und alles. Ja, und dann um 6 Uhr kam der Bernd auch runter mit Smurfy da. Und so bin ich jetzt halt seit 1 Uhr, wie gesagt, wach. Jetzt ist es 9:30. Ich war schon ganz fleißig, also oben läuft der Robotersauger. Hier unten habe ich heute manuell gesaugt. Ich muss noch heute wischen. Hier unten, ich habe Wäsche gemacht, ach, Spüle, Spülmaschine, alles aufgeräumt, Staub gewischt. Ja, das habe ich alles schon erledigt. Ja, jetzt lege ich gerade ein bisschen die Füße hoch und die schone die Murmel. Ich soll mich ja immer schonen, aber halt solche Sachen, ja, die muss ich ja machen, ne? Kann man ja nicht liegen lassen. Gestern habe ich hier Kisten noch ausgeräumt. Dafür habe ich halt nicht gesaugt und gewischt, was ich eigentlich vorhatte den ganzen Tag. Und dafür räume ich heute keine Kisten aus und mache dann Saugen und Wischen. Ja, ansonsten ist heute Freitag. Bernd muss nur. Ne, heute ist gar nicht Freitag. Gestern war Freitag. Heute ist Samstag. Ich bin verbimmelt. Heute ist Samstag und Bernd muss nach der Arbeit, also muss nicht, Bernd und Calvino hatten sich vorgenommen, heute in die Stadt zu fahren, also nach Dortmund zu fahren und Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Ja, ich weiß nicht, ob das so toll ist, weil da wird es mega voll sein, wahrscheinlich in Dortmund. Und dann mit den ganzen Beschränkungen und so, ich weiß es nicht, müssen die beiden gucken, wie sie da durchkommen, aber. Die wollten halt nicht alles online bestellen, weil wir sowieso schon so viel online bestellen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich zum Beispiel als Kind, ich fand das total toll, Weihnachtsgeschenke einkaufen zu gehen, weil diese Stimmung damals, vor 20, 30 Jahren, 25 Jahren, zu Weihnachten total toll war. Dann bin ich nach Pieper gegangen mit meiner Mama. Und dann wurden die Geschenke so richtig schön verpackt. Die haben immer die schönsten Geschenkpapiere gehabt und die schönsten Schleifen gemacht bei Pieper, die da die Geschenke verpackt haben. Ich glaube, die hatten extra so eine Schulung, wie man Geschenke schön verpackt. Und ja, ich fand das halt einfach total schön, wie die Schaufenster alle geschmückt waren früher. Und ja, heute bestellt man halt total viel online und dann geht der Zauber irgendwie verloren, finde ich so. Weiß ich auch nicht. Ja, und deswegen wollten die das gerne machen. Natürlich ist das jetzt zu Zeiten von Corona etwas doof. Ja. Und ich darf nicht mit, weil die wollten für mich auch ein Geschenk holen. Ist halt nicht so schlimm. Ich will eh nicht in Dortmund rumlaufen. Als Walross. Nein, ich störe die dann eh nur und dann langsam und wartet und sollen die mal einen schönen Männernachmittag machen. Und ich bleib hier mit Etty the Smurf. Nachdem ich mich schlafen gelegt habe, also ich habe heute Morgen, habe ich euch erzählt, was alles passiert ist in der Nacht und was ich gemacht habe, da habe ich mich erstmal schlafen gelegt. Und wir haben, also Smurfy hat super geschlafen und ich auch, wir haben bis 11:30 gelegen ungefähr und waren jetzt eine riesige Runde spazieren. Und jetzt mache ich Essen und zwar koche ich mir für jetzt ein paar Fusilli, die hier. Die esse ich dann einfach mit Maggi nur, weil die Männer essen irgendwas unterwegs und ich habe jetzt aber Hunger. Und ich brate schon mal das Gyros an. Das habe ich euch gestern gezeigt. Das haben wir gestern eingelegt. Und ja, das braten wir halt immer erst an, bevor das in die Gyrossuppe kommt. Aber die macht der Bernd dann, die Gyrossuppe. Ich nehme immer viel Fett. Schön ungesund. Aber wird das halt schön kross, dieses Soja-Pellets.
Ich habe den Bert noch gar nicht gefragt nach dem Link. Also es sind 6 Kilo Pellets. Falls jemand einen schönen Fleischersatz sucht für Gyros zum Beispiel oder Döner, dann werde ich euch das mal unten verlinken, wenn ich mich dran erinnere oder Bernd dran erinnere, dass er mir den Link dazu schickt, dann könnt ihr euch das mal anschauen, bei Interesse. Was ein Nachmittag. Ich habe gar nicht mehr mitgevloggt irgendwie. Ich bin jetzt alleine zu Hause, weil Bernd und Calvino, die wollten ja nach Dortmund einkaufen gehen, Weihnachtsgeschenke und so. Das hört sich auch so an, ne? Dass die extra shoppen gehen, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen, als ob wir uns so voll die mega Geschenke machen. Also eigentlich schenken wir uns gar nichts. Ihr werdet ja sehen, ich werde bestimmt Heiligabend vloggen. Dann seht ihr ja, was wir uns schenken. Ich kann es jetzt halt nur nicht sagen, weil falls jemand zuschaut und das dann nachher sich verplappert, deswegen kann ich nicht sagen, was ich für Bernd habe. Es ist nur eine Kleinigkeit, ne? Und normal schenken wir uns gar nichts, aber Calvin ist jetzt halt in so einem Alter mit 10. Der möchte halt auch was schenken, ne? Und deswegen war der Gedanke, dass sie schön was zusammen aussuchen. Aber die sind jetzt schon auf dem Rückweg, ohne dass sie irgendwas gekauft haben. Denn er hat gerade angerufen, er sagt, du kannst dir das nicht vorstellen. Also in Dortmund ist ja diese Tiergalerie, wo Primark und so drin ist. Und die sind dann im Auto so irgendwie dran vorbeigefahren. Und da stehen 500 oder 750 Menschen vor. Und alle wollen da rein. Und das ist so voll in der Stadt. Das ganze Parkhaus ist voll und alles ist voll. Dann hat er gesagt, hat er keinen Bock drauf. Er hat sich jetzt überhaupt nicht vorgestellt, dass das so voll ist. Also, ne, mal abgesehen davon, dass man da gar keinen Abstand halten kann und so. Selbst wenn man sich jetzt zu diesen Zeiten einfach nur eine Erkältung holt, ist es ja total fatal. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen Schnupfen und Husten hätte, könnte ich zum Beispiel nicht zur Hebamme gehen, weil die wird sofort sagen, du hast vielleicht Corona, bleib zu Hause. Deswegen, ja, versuchen wir sowas alles zu meiden. Und deswegen, ja, kommen die jetzt nach Hause. Und ich mache jetzt hier gerade Pizzateig. Ich dachte ja eigentlich, die kommen später. Wir wollten nämlich schön Pizza uns heute machen. Und deswegen habe ich den noch nicht vorbereitet. Aber weil der Bernd jetzt angerufen hat, bereite ich den jetzt ganz wacker vor. Dann können wir gleich Pizza essen. So. Und da freue ich mich drauf. Und ich bin echt platt heute. Wie immer. Ich bin immer platt. So. Ihr steht jetzt hier. Da ist der Riesentopf. Da macht der Bernd gleich noch die Gyrosuppe drin. Ja, ich habe echt wenig gevloggt heute. Ich muss euch noch ein bisschen mitnehmen gleich. Aber ich habe auch nicht viel gemacht. Ich habe halt Haushalt gemacht. Das ist ja auch langweilig so zu filmen, finde ich. Also das zu gucken. Das zu filmen ist nicht langweilig, aber das zu gucken, immer wie ich einen Haushalt mache. Naja. Salz. Unser Pizzateig ist einfach immer Mehl, Hefe, Salz und warmes Wasser. Und ein Stritzer Zucker. Wir hatten den einen Abend, hatte ich euch erzählt, dass wir einen Film uns rausgesucht hatten. Wie hieß der noch? Carriers. Und da wollte ich euch noch sagen, wie der war. Der war nicht so toll. Keine Empfehlung für Carriers. Und uns wurde empfohlen, die Serie auf Netflix. Ach, wie heißt sie noch? Die haben wir schon ganz oft angefangen. Blacklist heißt die. Genau, die haben wir schon mehrmals angefangen. Wir fanden die jedes Mal super spannend und jedes Mal haben wir wieder aufgehört, sie zu schauen. Ich weiß nicht mehr warum, also immer kam dann irgendwas dazwischen, dann ist man raus und dann so, ach ja, die können wir ja auch mal gucken, die war ja gut, dann fangen wir wieder von vorne an. Dann ist es ja schon langweilig, weil man es ja doch kennt, aber nicht mehr so gut, um sich das zu Ende anzuschauen. Und ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht im Wochenbett können wir die durchgucken. Da haben wir dann vielleicht mal Zeit für. Da werde ich eh viel liegen, hoffe ich. Weiß ich nicht, aber ich schaffe mich zu schonen.
Und vielleicht schauen wir dann mal da rein. So, den decke ich jetzt zu, den Teig. Und dann kann er noch ein bisschen gehen, bis der Bernd kommt. Und schaut mal, wir haben so viele Brotbackmischungen. Also was heißt so viele? Ein paar haben wir noch im Lager. Und Bernd hatte jetzt mal welche mitgebracht, dass wir die backen nach und nach. Und ich habe euch erzählt schon öfter, dass ich so, ich hatte ja einen Brotbackautomat und den habe ich jetzt nicht mehr. Und ich hätte so gerne einen und habe schon einen rausgesucht. Und ja, Bernd wollte dann jetzt gerade gucken bei in Dortmund und einen mitbringen, wenn die dann den gehabt hätten, den ich mir gerne rausgesucht habe, den ich gerne hätte. Denn ich sag euch, dieser Teig von der Brotbackmischung, der lässt sich so schwer kneten. Ich hasse das. Das ist so eine Arbeit. Der klebt so sehr. Und man muss den ja 4 Minuten lang kneten. Das ist so anstrengend, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht. Aber wir essen das total gerne. Wir haben so Lust auf frisch gebackenes Brot. Und gesagt, der guckt jetzt, die sind ja auf dem Rückweg. Wenn da noch ein Saturn ist unterwegs, dann bringt er einen mit, wenn die den da haben. Und wenn nicht, dann nicht. Dann wollte ich den bestellen bei Amazon. Beim großen A, wo es eigentlich alles gibt. Da ist er jetzt derzeit nicht verfügbar. Kann man sich das vorstellen? Ausverkauft. Ja, keine Ahnung. Aber, ach so. Und Bernd meinte noch, man könnte das ja auch mit so einem Teigrührgerät machen. Kennt ihr das? Hat ja auch so Knethaken. Aber unser ist kaputt. Was heißt kaputt? Der war nicht kaputt. Der war in dem Küchenschrank, wo unten Schimmel drin war vom Umzug noch. Ne? Und der war voll mit so, wie so Flugschimmel. Das sah richtig eklig aus. Der war halt so richtig grün. Und die haben ja auch so Lüftungsschlitze. Und da drin war auch grün. Und der hat richtig muffig gestunken. Und dann haben wir den halt entsorgt. Und wir hatten jetzt einen neuen bestellt. Aber der ist noch nicht da, weil dann hätten wir ja Knethaken. Könnten wenigstens damit arbeiten. Aber haben wir auch nicht so ein Gerät. Was habe ich sonst noch? Ansonsten hätte ich nur so einen Stabmixer, aber das geht ja auch nicht. Ne, ich habe kein elektrisches Rührgerät ansonsten. Also entweder backen wir gleich noch. Oder nicht, je nachdem, ob Bernd noch so ein Gerät mitbringt. So, Bernd hat angerufen, der ist jetzt gleich hier, der hält noch kurz im Netto und deswegen habe ich schon mal den Ofen angeschmissen und bereite meine Pizza schon mal vor. Ich mache mir heute eine Calzone, deswegen ist die so groß, die wird gleich zusammengeklappt und ich mache mir da drauf Oliven, dann haben wir hier die Tomatensoße, na, das ist die vom Lidl. Die nehme ich am liebsten für Pizza, die Pastasoße mit Gemüse vom Lidl. Die schmeckt richtig lecker. Also egal, ob einfach nur Nudeln oder als Pizzasoße, richtig lecker. Kidneybohnen mache ich mir da drauf. Dann etwas von dem Gyros, was ich schon vorgebraten habe, womit wir noch die Suppe machen müssen. Und ein paar Nudeln hatte ich ja heute Mittag gekocht. Die sind jetzt im Kühlschrank, da mache ich auch welche von drauf. Und schaut mal hier, wir waren ja diese Woche im Real einkaufen und die hatten Ananas für 99 Cent, weil die schon so reif sind, ne? Also viele würden die nicht mehr kaufen, aber ich finde die so perfekt, weil die so schön gold ist. Dann sind die richtig saftig und süß. Ich hatte 2 Stück mitgenommen und eine schon gegessen und die ist richtig lecker. Genauso wie Granatapfel auch für 99 Cent und die ja, habe ich direkt mitgenommen, denn wenn man die grün kauft und die zu Hause reifen lassen will, dann ist es meistens so, dass es so hier so gelb wird, goldgelb und hier noch grün ist und dann hier schon anfängt zu schimmeln. Also man kriegt die gar nicht so reif, wie die jetzt hier ist und deswegen habe ich direkt zugeschlagen. Die ist so lecker und ich habe überlegt, mir die jetzt auch zu schneiden, zu schälen und alles und davon auch was auf die Pizza zu machen, so als Hawaii, weil Banane mache ich mir ja auch immer gerne drauf mit Ananas und das und oh, das schmeckt bestimmt total geil. Ja, da freue ich mich drauf.
Hannas Schlachtfeld. Das Innere hier kriegt der Smurfy zwischendurch. Der isst gerne Ananas, wenn ich kaum wartet. So, dann mache ich das immer alles in eine Schüssel. Ach so, hallo Bernd. Hallo Bernd. Hallo Herr Bernd. Nudeln ist mit, wie heißt das, Creme Vega gemischt. So, schön Ananassi drauf. Und jetzt noch eine Banane. Möchtest du auch was von meiner geilen Pizza haben? Ist die eigentlich vegan, die Gyros-Suppe? Die ist 100% vegan. Vegan? Ja. Was für eine Mathe stehen hier, ne? 1 Liter Wasser rein, ne? Ja. Genau, genau. Oh, Pizza dauert noch. Wir haben Hunger. Und wir haben überlegt, weil ja morgen Sonntag ist, ob wir heute auf dem Sofa schlafen sollen. Einfach ausziehen und uns da hinlegen sollen. Haben wir überhaupt was zu gucken heute Abend? Nee, ne? Dann müssen wir gleich mal bitte Zwiebeln holen, mal so ungefähr Kilo. 1 Kilo Zwiebeln? Ja, ja, kann ich. So, bei uns ist jetzt hier Kuschelzeit. Schaut euch das an, ist das nicht gemütlich? Bernd holt auch noch Bettzeug runter und wir gucken den Film Kolonia. Smurfy ist auch bereit. Komm hier, Smurfy. Komm, wir schlafen heute auf dem Sofa. Ja. Freust du dich? Ja. Und schaut mal, der steht immer noch auf dem Tisch. Habe ich ja gestern angefangen, den zu integrieren, den Adventskranz. Dass Smurfy den nicht schrömmelt. Und ja, er steht immer noch. Und heute, also gestern habe ich gefühlt 1000 Mal gesagt, geh runter, geh weg, lass es. Und heute nur so 10 Mal. Es wird besser. Ja, genau. So, und jetzt wollte ich mich eigentlich nur noch verabschieden. Ich war schon abschminken und Zähne putzen. Nur mein Stillkissen, bitte! Genau, Bernd holt noch sein Werkzeug, wollte ich schon sagen, sein Bettzeug. Und dann gucken wir Filme bis Ultimo und schlafen auf dem Sofa, weil wir haben ja im Schlafzimmer kein Fernsehen. Und morgen ist Sonntag und da wissen wir noch nicht, ob wir vloggen. Vloggen wir morgen? Wissen wir noch nicht. Lasst euch überraschen. Was ist? Bitte? Bett. Bett. Ich habe gesagt, ich schmeiß alles runter. Ja, hättest du mich auch runterschmeißen können. Danke. Ohne mein Stillkissen kann ich nicht mehr schlafen. Das merke ich auch nicht. Meine Güte. Ja, so, brauchen wir ein zweites Stillkissen? Eins für oben, eins für unten, wenn das Baby da ist? Gibt es das vom Calvino? Ne, die sind nicht so gut. Das sind die vom Aldi. Mit den Kügelchen. Mein Knie aufgerissen. Dein Knie. Guck mal da. Knie ist aufgerissen. Dann frisst er mich nachher auf, weil er Blut leckt. Das ist ein Blutrausch. So, wir verabschieden uns jetzt. Tschüss, tschüss, schönen Abend, Tag, Wochenende, wann auch immer ihr das Video schaut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.